verstehe ihn. Ich finde es schade irgendwo auch, aber ja, ich kann ihn gut verstehen. Wie, also es hört sich so ein bisschen wie ein beleidigt an halt, ne? Also ich würde halt sagen, jeder sollte ein bisschen Kritik vertragen können, ne? Also wenn du kritisiert wirst, dann sollte man das aufnehmen und das vielleicht dann besser machen, ne? Das fürs nächste Mal, aber dann gleich zurücktreten und beleidigt sein, würde ich so auch nicht machen, nein. Ja, also ich denke mal zunächst, dass es eigentlich die überfällige Konsequenz bzw. Reaktion ist, weil zum einen ist die Situation dermaßen verfahren, dass der Özil in der Nationalmannschaft im Grunde eh keine Chance mehr bekommen hätte, sich zu rehabilitieren. Ich begrüße es und ich finde es einfach überfällig und ich hätte es mir für ihn gewünscht, dass er das direkt getan hätte. Ich finde, es passte einfach nicht und man hat einfach gesehen, wie sehr dieses Thema mit in den Fußball, in den Sport reingespielt hat. Und das sind Themen, die haben beim Sport einfach nichts zu suchen. Und deswegen finde ich es jetzt okay und hoffe, dass wir bald wieder schönen Sport sehen, frei von politischen Themen. Einfach Freude am Sport. Die Verhaltensweise jetzt vom DFB, die war sicher auch so suboptimal. Ja. Man hat da im Grunde genommen dann einfach versucht, ihm auch ein bisschen der schwarze Peter zuzuschieben. Und ich denke mal, die Gemengelage hat im Grunde genommen das so dann hervorgerufen, wie es jetzt dann schlussendlich kam. Ich würde das nicht als rassistisch bezeichnen, wenn man seine Leistung einmal kritisiert. Ich meine, das hängt ja immer davon ab, was man auf dem Fußballplatz bringt. Und da hat er eigentlich, gerade bei der WM, eigentlich das nicht abgerufen, was man vielleicht von ihm erwartet hat. Aber das kann man mit dem Rassismus überhaupt nicht vergleichen. Das hat damit aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Zum einen sieht man natürlich schon, dass es halt einen latenten Rassismus gibt und auch im Grunde genommen dann vielleicht unterschiedliche Behandlungen, ob ich jetzt halt ein Deutscher bin mit türkischem Migrationshintergrund oder beispielsweise polnischem Migrationshintergrund. Also wir haben, denke ich mal, schon, sagen wir mal, einen Teil der Gesellschaft, die da rassistische Tendenzen hat, aber oder zumindest halt Vorurteile dann gegenüber bestimmten Migrationsschichten dann. Das auf jeden Fall. Ich fand nicht, dass es diskriminierend war, weil es eher kritikmäßig, ich habe das eher kritikmäßig empfunden, es wurde ja kritisiert. Und außerdem finde ich, dass Özil nicht so schlecht gespielt hat. Ich meine, wenn man das jetzt, ich verfolge ja den Fußball und ich verfolge auch die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn man die Analyse vom Özil sieht, ich habe da einen Bericht gelesen auf Goal Deutschland, war das einer der besten Spieler, was die Vorlagen angeht. Ne? Zumindest in den letzten Spielen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen genau das war, aber zumindest in den letzten Spielen war das einer der besten Vorbereiter. Ne? Auch wenn die dann insgesamt verloren haben und nicht weitergekommen sind. Ist natürlich ein bisschen eine Blamage, auch für Deutschland, klar. Aber an sich, wenn man die individuelle Leistung sieht von Özil, finde ich, hat er so schlecht gar nicht gespielt. Da bin ich schon der Meinung, dass sich generell was ändern muss. Es ist vielleicht ein Fehler gewesen, von dem Trainer, Bundestrainer vorher schon die Vertragsverlängerung anzubieten. Man hätte da besser gewartet, bis die WM rum ist und vorbei ist. Und dann hätten wir eben auch die Leistung besser beurteilen können. Also der Grindel muss jetzt natürlich erstmal kritisch hinterfragt werden, auch was seine Vergangenheit anbegeht. Er war wohl ja politischen Rechtsaußen, ja, der auch mehr oder weniger AfD-Parolen vertreten hat. So hört man zumindest. Ja. Also ich meine, der Herr Grindel müsste erstmal kritisch hinterfragt werden, wie er eigentlich zur Migration, zu Ausländern allgemein steht. Ja? Weil, wie gesagt, kann ja nicht sein, dass der DFB sich auf der einen Seite dann vorbildlich als Migrationsinstitution verkauft, auf der anderen Seite dann aber jemand vielleicht ganz oben an der Spitze hat, der nicht ausländerfeindlich ist, aber im Grunde genommen auch Vorbehalte pflegt. Ja? Also ich meine, da muss sich der DFB natürlich kritisch hinterfragen, ganz klar.